Das macht nämlich immer sehr viel Spaß beim Schneiden. Und die anderen Cookies, die schneiden nicht mit, weil die fressen sich mit Keksen voll. Oh Gott, ist das cringe, Mann. Ja, wir fangen einfach mal an mit dem Video hier. Danke, Adler 024. Ach nee, jetzt wurde das erst. Ach so, ah, das ging jetzt erst in Chat. Das stand aber vorher schon im Superchat drin. Okay, ja, wir gehen einfach mal drauf ein jetzt. Ich muss sagen, Tanzverbot hat sich bei mir bisher noch nicht privat gemeldet oder so. Also da ist wirklich komplett Funkstille. Ich habe ihn ja bei Twitter angeschrieben und ich habe ihn auf seine WhatsApp habe ich ihn geschrieben. Allerdings weiß ich nicht, ob das noch seine aktuelle Adresse ist oder so. Also letztes Mal war er vor 2 Wochen online. Am 30. Januar. Und seitdem halt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sein Zweithandy ist, wo er nicht so oft nachguckt oder so. Bruder, so tief bin ich da nicht drin in der Materie. Ja, hat er auf jeden Fall nicht so gesagt. Schauen wir einfach mal rein, was er die zu sagen hat. Thematik, die handelte ja darum, dass das KuchenTV sich ja ein Auto geleast hat, nachdem er einfach 3 Monate rumgebettelt hat. Dazu habe ich ja auch einen Post unter seinen Tweet gemacht. Ja. Wir gucken das 10 Sekunden, direkt die erste Falschaussage ist drin, meine Freunde, man kennt ihn. Ja, ich habe keine 3 Monate rumgebettelt. Also ich meine, ich verstehe Tanzverbot da ehrlich gesagt überhaupt nicht, dass dauernd gesagt wird, so ja, du hast so lange um Geld gebettelt und so. Also ich habe noch nie wirklich gebettelt. Ich habe einmal einen Kommentar geschrieben, wo ich gesagt habe, jo, ich habe das Placement halt dementsprechend eingefügt, weil ich halt ja einfach das Geld halt brauchte, falls diese Strafen kommen. Aber ich habe nie bei meiner Community rumgebettelt und gesagt, jo, ihr müsst mir jetzt aber unbedingt Geld spenden, sonst bin ich pleite so. Also das ist einfach eine Falschaussage und da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, wie sowas in so ein Video kommen kann. Also Tanzverbot, wie gesagt, wir können uns gerne irgendwie mal treffen, ja, wir gehen meine Videos zusammen durch in einem Livestream bei mir und dann zeigst du mir mal in 3 Monaten, ja, alle Sachen, wo ich gebettelt haben soll, das müssten ja dann schon einige sein, wenn dir das im Kopf geblieben ist. Also verstehe ich nicht, warum der immer weiter lügt so. Was bringt dir das, Junge? Ich sag schon, dass es nicht so ist und er sagt, doch, das war so. Also... Und mein Post alleine hat einfach schon signalisiert, dass ich gar nicht so daneben liege mit der allgemeinen Meinung und er kackt mich da halt einfach an. So. Ja, da sind auch schon wieder direkt ein paar Falschaussagen drin. Ich feier das, Digga. Das Video geht immer 20 Sekunden, ey. Liebe geht auf jeden Fall raus. Ja, was soll ich dazu sagen? Also das Erste ist, mit dieser Zustimmung ist das immer so eine Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel, auf Twitter hatte ich auch so 60.000 Follower, bevor ich gesperrt worden bin, und wenn ich da bestimmte Sachen kritisiert habe, habe ich auch teilweise mal so 1.000 Likes auf dem Post gehabt. Das hat aber nichts mit der Zustimmung zu tun, sondern manche Leute sind vielleicht generell nicht ganz so beliebt oder manche feiern noch einfach so krass, dass man im Endeffekt einfach alles liked, so was diese Person halt postet. Deswegen kann man nicht sagen, ja, das ist halt die allgemeine, ja, also die Leute haben alle halt sowieso schon so gedacht, sondern du postest halt etwas, was natürlich erstmal negativ ist und die Leute, ich denke mal, viele gehen auch einfach davon aus, der wird schon recht haben, wenn er das sagt, auch wenn das halt gar nicht so der Fall ist. Das heißt, die Leute nehmen halt einfach deine Meinung an. Das hat nichts damit zu tun, dass sie das genauso sehen, sondern die haben ja genauso wenig Informationen in dem Moment wie du. Außer, dass sie vielleicht wissen, dass ich einmal Anwaltskosten eingeschrieben habe, aber die haben gar nicht mehr Informationen als du. Die gehen einfach davon aus, ja, Tanzverbot wird es schon wissen, das ist ein großer YouTuber, der wird hier schon keine Scheiße labern. Ja, das ist aber falsch, das hat er halt trotzdem gemacht so. Und genauso, dass irgendwie Likes... Ja, was mit Zustimmung zu tun haben, ich weiß nicht, da tue ich mir auch schwierig, weil DSDS ist deswegen auch keine gute Serie. Danke, Loshua, für 2 Euro, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Ja, deswegen verstehe ich das ehrlich gesagt nicht so ganz. Ja, also ich finde, das hat nichts mit irgendwie Zustimmung oder so zu tun. Also jeder Tweet, ich kann auch posten, ich liebe es, Kinder zu ficken, das würde auch 100 Likes kriegen wahrscheinlich. Deswegen mögen es ja nicht 100 Leute, Kinder zu ficken so. Ja, also finde ich echt schwierig zu sagen, ja, das ist halt einfach die allgemeine Meinung gewesen so. Ist halt absolut dämlich. Damit ist ja der Streit wieder angefangen. Was habe ich denn hier geschrieben so? Das ist schon so lange her. Warte mal. Nee, ist das jetzt schon wieder weiter weg? Jedenfalls habe ich irgendwas darunter geschrieben, wo er da sein Auto gezeigt hat. Ich habe mir meinen Traum erfüllt, so weil ich halt auch öfter in seine Streams reingeguckt habe. Und da hat er halt immer diese Spendenziele gehabt. Und ich meine mich auch zu erinnern, dass er mal gesagt hat, dass er gerade ziemliche Probleme hat durch diese Anwaltskosten. Guck mal, das ist auch so eine Sache, die mich halt bei Tanzverbot mega abfuckt, Alter. Das ist halt so, er weiß, also für mich ist das durch die Blume, sagt er eigentlich, okay, ich weiß, dass ich Unrecht habe, ich gebe es aber nicht zu. Deswegen macht er strategisch was gar nicht mal so dumm ist. Er sagt einfach, naja, ich hab's so in Erinnerung. So, also wir können ja jetzt schlecht in seinen Kopf gucken und sagen, jo, er hat diese Erinnerung oder die hat er halt nicht. So, das geht ja nicht. Ne? Und das heißt, alle Leute, die jetzt nicht gerade ich oder er sind oder mich nicht zu 100% verfolgen und alles wissen, was ich mache, also Im könnte da wahrscheinlich gegen was sagen,
Ja, du kannst halt quasi nichts dagegen sagen. So, ja, ich habe halt gedacht, dass das so ist. Ich kann dir aber ganz deutlich sagen, dass es halt eben nicht der Fall ist, was du da behauptest. Das stimmt halt im Endeffekt einfach nicht. Und finde ich ehrlich gesagt auch schwach. So, ich finde, da sieht man, also hier in dem Part hat man ganz deutlich gemerkt, so, dass er halt weiß, dass er nicht ganz recht hat. Aber anstatt es einfach zuzugeben, lässt er es halt einfach drin und versucht halt irgendwie noch zu sagen, oh ja, also ich erinnere mich irgendwie daran, schon mal sowas in der Art gelesen zu haben. Ja, dann zeig's doch mal, dann informier dich doch. Weißt du, ich verstehe so eine Sache bei Tanzverbot nicht. Ja, er hat eine Reichweite von über 800.000 Abonnenten auf YouTube. Er hat immer 6.000 Zuschauer oder sowas bei Twitch, keine Ahnung. Und dann hat er noch 120.000 Follower bei bei Twitter. Ja, also mit so einer riesen Reichweite hat man einfach, muss man einfach verantwortungsbewusst umgehen damit, ja? Also, ich will damit halt einfach sagen, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ja, so wie Tanzverbot zum Beispiel, ich poste sowas und er denkt, hey, der hat doch mal ungefähr sowas gesagt. Dankeschön, namenlos, für 10 Euro, vielen lieben Dank. Ein bisschen Geld, damit du nicht am Existenzminimum leben und Placements annehmen musst. Gruß aus der Schweiz. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine Unterstützung. Ja, ich habe übrigens mein Auto gestern bekommen, mega geil, aber kann ich nachher gerne noch was zu sagen. Ja, bei Tanzverbot ist halt so, ich finde, wenn man so eine riesen Reichweite hat, dann sollte man damit aufpassen, wenn man gegen andere hatet so. Also ich habe auch schon ein, zwei Mal Falschinformationen in meinen Videos drin gehabt, die auch gegen andere waren, habe mich dann eigentlich auch immer dafür entschuldigt, weil ich das halt wichtig finde, so, weil du hast einfach nur mal eine riesen Reichweite so, ne, das ist ja halt einfach nur mal Fakt. Und das Ding ist, wenn er jetzt sagt, ja, ich habe mich mal vage dran erinnert, dass er sowas gesagt hat, also bevor man dann hatet oder so eine dumme Scheiße schreibt, Tanzverbot, dann informier dich doch einfach, dann such doch einfach nach diesen Belegen. Jeden fucking Stream, den ich hier mache, lädt irgendwer auf YouTube hoch. Du kannst dir alles angucken, was ich wahrscheinlich jemals in einem Livestream gesagt habe. Da mach dir doch die Mühe und informier dich richtig, bevor du mich mit solchen Lügen halt konfrontierst und damit frontest. So, also ein bisschen Verantwortung muss man mit dieser Reichweite schon übernehmen. Also das geht meiner Meinung nach gar nicht fit. Und das alles, weil gerade so viel kommt und er eventuell auch diese 30.000 Euro Strafe bekommen kann. Und deswegen fand ich es halt einfach fragwürdig, warum er auf Dankeschön, einmal so Scary reagiert, für den nachdem Euro. Halt Leute ihn wirklich monatelang dafür gespendet haben, dass er seine Kosten decken kann. Fand ich halt nicht schön als Reaktion, so kurz. Ja, das ist halt auch wieder falsch. Ich habe nicht Spenden gesammelt, weil ich die Kosten sonst, also weil ich die halt nicht tragen konnte, sondern halt einfach nur, um das Geld wieder reinzuholen. Das sage ich übrigens auch in meinem Video. Ja, ich weiß nicht, also ich kenne Tanzverbot, der guckt sich solche Videos normalerweise von sich an. Das hat er mir auch schon mal privat gesagt. Ja, also er hat das Video quasi gesehen, er hat gesehen, wie ich dagegen argumentiere, aber er kann gar nichts anderes sagen. Und deswegen sagt er halt wieder sowas, ich habe nie gesagt, dass ich irgendwelche Kosten gar nicht tragen kann. Ja, also ich meine, sorry, so ein kleines Einkommen habe ich auch nicht mit meinen YouTube-Kanälen, das muss man ja einfach mal sagen. Danke Lil Gucci Flip für die 2 Euro, LG aus Österreich, grüß bitte Clemens Schnürer. Ich grüße Clemens Schnürer, ja, yeah, erstmal den Klarnamen im Internet posten von seinen Kumpels, das ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, von daher verstehe ich das auch wieder nicht, was Tanzverbot da macht. Digga, gib doch einfach mal zu, dass du falsch gelegen hast und gut ist. Ich habe nie gesagt, dass ich irgendwelche Kosten gar nicht tragen kann, was Anwälte und sowas angeht, ja. Danke, King Fritte Tutorial, King Fritte LP für den Euro. Sehr geiler Name, bleibt auf jeden Fall im Kopf. Kurz danach. Und da braucht es auch gar kein Video geben und da muss man auch nicht sagen, dass ich irgendwie kritikunfähig bin. Ich habe mir das Video nie richtig angeguckt, ich habe mal reingeguckt kurz. Ich habe nur gesehen, dass er mich auf so ein AfD-Wahlplakat da... Danke, Scary Terry für 2 Euro. Kauf dir einen Döner von meinen 3 Euro. Nice, Digga, fast auf jeden Fall. Danke, Daniel Rainbow für 2,29 €. LG aus Karlsruhe, ja, die Grüße gehen auf jeden Fall zurück. Gesetzt hat, fand ich, naja, nicht nett, aber... Nein. Ah, gutes Argument, ja, aber... Nein. Digga, alles auseinandergerippt, kann man auf jeden Fall gar nichts gegen sagen. Ja, also wie gesagt, ich kann natürlich im Endeffekt auch nicht feststellen, ob er das Video gesehen hat oder nicht. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass ich weiß, dass er eigentlich so viele Videos, die über ihn erstellt werden, die schaut er sich normalerweise schon an. Ob er sich jetzt auch meins angeguckt hat, wie gesagt, keine Ahnung, ich würde es schätzen, aber kann man wie gesagt halt nicht beweisen. Danke goldbraunes Unterstrich Toastbrot für die 99 Cent, vielen lieben Dank. Wenn ich dir was spende, will ich, dass du es auf Tipico auf Werder setzt. Ja, okay, du spendest mir Geld, ich zeig dir dann bei Tipico, dass ich da Geld draufsetze. Spielen die heute? Ne, morgen glaube ich, ne? Oder so? Am Sonntag erst. Uff, ja, nee, das ist ja, dann kannst du am Sonntag was spenden. So, gucken wir uns das hier nochmal an. Nett, aber auf so einen Abend richtig angeguckt, ich habe mal reingeguckt kurz. Ich will auch gar kein Video geben und da muss man auch nicht sagen, dass ich Plakat da gesetzt habe. Ja, das mit dem AfD-Plakat. Dankeschön, GiraffenTV für 3 Euro. Hallo, Ibims, eine Giraffe, da hast du Kohle für den AfD-Vorstand. Danke, Bruder. Mal gucken, ob ich da mit 3 Euro so weit komme. Das glaube ich ja noch nicht, aber schauen wir mal. Ja, mit diesem AfD-Plakat, das war halt so gedacht, einfach, die AfD hetzt ja auch ziemlich viel.
Und Tanzverbot hat auch gehetzt und habe ich Kev gesagt, jo, mach mal irgendwie was in Richtung Hetzen. Dann hat er halt da AfD drauf gemacht. Fand ich auf jeden Fall ganz lustig. Es ist ja auch nur angelehnt daran. Es ist jetzt auch nicht, dass da die AfD-Flagge oder sowas drauf ist, sondern es ist halt einfach nur ähnlich gemacht. Und ich meine, es ist ja auch bewiesen, dass du gehetzt hast. Auch wenn du es selber nicht Das zugeben fand ich, möchtest. naja, nicht nett, aber nein. Hast du gesehen, dass Tanzverbot und sein Onkel Axel abziehen wollten? Und Jamie Winchester, danke für 3 Euro, damit du deine Anwaltskosten decken kannst. Aha, dankeschön. Aber es reicht dir noch nicht. Also haut mal mehr raus, Digga. Der A7 draußen bezahlt sich nicht von selber. Hast du die letzten Tage gestreamt? Ich habe dich vermisst. Ich habe leider die letzten Tage tatsächlich gar keine Zeit gehabt zu streamen, muss ich sagen. Die Woche war generell wirklich mega stressig so. Ich weiß nicht, also irgendwie. Danke, Soline Gorkine, für 3 Euro. Ich hab heute 5 Euro bekommen. 30% gehen an dich. Viel Spaß mit deinem neuen Audi. Der sieht echt gut aus. Vielen lieben Dank. Aber ja, 3 Euro von 5 Euro sind vielleicht nicht ganz 3%. 30%. Aber okay. Ich habe die letzten Tage echt gar keine Zeit gehabt. Erstmal musste ich natürlich mich um das Auto kümmern. Da musste ich viel hinterher telefonieren. Da musste ich immer wieder zu Audi fahren und so. Ja, dann hatte Manuel ja die Woche den Umzug und so. Dann weiß ich gar nicht, was ich diese Woche noch alles gemacht habe. Fußballtraining noch so ein bisschen. Ich hatte diese Woche gar keine Zeit, aber ich weiß gar nicht, warum. Ich war irgendwie jeden Tag komplett unterwegs, irgendwas zu machen. Ich muss unbedingt mal mein Gehirn checken lassen. Also irgendwie vergesse ich sehr, sehr viel. Und hast du gesehen, dass Tanzverbot und sein Onkel Axel abziehen wollten? Naja, wie krass Tanzverbot da mit drinsteckt, kann man ehrlich gesagt ja nicht sagen. Also da wäre ich halt genauso vorsichtig, weil wir kennen alle den Vertrag nicht. Tanzverbot hat ja selber auch gesagt, dass er irgendwie 50% seiner Einnahmen an seinen Onkel abgegeben hat. Also wo ich auch wirklich sagen kann, auf der einen Seite Tanzverbot, wie unfassbar dumm bist du? Also kein Manager der Welt, den ich kenne, also wahrscheinlich auch kein Manager der Welt, nimmt 50%. Ja, also die Hälfte, überleg mal, du machst 8.000 Euro und davon gehen 4.000 Euro einfach weg. Dafür, dass, also bei dem Onkel war es wohl so, der hat so alltägliche Dinge irgendwie gemacht, so der ist halt zum Anwalt gegangen und so. Aber ganz ehrlich, also wer so wenig lebensfähig ist, ja, sich nicht alleine um sowas zu kümmern, also da sollte man sich wirklich Gedanken drüber machen, Tanzebo. Das ist auch jetzt gar nicht irgendwie so als Beleidigung gemeint. Ja, ob er jetzt auch Excel mit abziehen wollte. Kann ich, weiß ich nicht, Alter. Ich denke eher, dass der Onkel das schon von selber aus gemacht hat, dass der Tanzverbot gar nicht so drin ist, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Tanzverbot und Exe, die sind ja wohl auch relativ gut befreundet, so wie man das mitbekommt. Das sah jetzt in dem Stream ein bisschen anders aus, aber abgesehen davon. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Tanzverbot halt wirklich einer ist, der auch für ein bisschen Geld halt, sage ich mal, über Leichen geht, mehr oder weniger, dass er wirklich sagt, jo, wir ziehen jetzt den Excel ab. So kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil Tanzverbot darf natürlich auch nicht vergessen. Nehmen wir mal an, der Excel wäre jetzt wirklich voll abgezogen geworden und Tanzverbot hätte da mit drin gesteckt und das wäre irgendwann rausgekommen. Also dann kann ich mir schon vorstellen, dass Tanzverbot wirklich extrem unten durch ist bei sehr vielen Leuten und das würde wiederum seinem Image schaden. Deswegen denke ich eher, dass es halt der Onkel ist. Und wie gesagt, dadurch, dass er halt nicht mal vor seinen eigenen Familienangehörigen Halt macht, in dem Fall halt Tanzverbot, und selbst dem 50% des Geldes wegnimmt, also der ist ja echt schlimmer als Arafat so, ja. Also das ist halt so eine Person, da sollte man sich, glaube ich, eher von fernhalten. Zumindest nach den Informationen, die wir halt öffentlich so haben. Ja, deswegen ist es halt alles relativ schwierig, finde ich, zu sagen, wer da jetzt wen abgezogen hat. Ne? Ich finde das halt trotzdem relativ heftig so, dass der Onkel halt dann überhaupt sowas macht. So, ne? Das geht halt meiner Meinung nach einfach nicht. Ja, was soll man sagen? Ne? Solange Tanzverbot da natürlich glücklich ist, also wie gesagt, ich finde es immer noch krass, ey. Also er verdient ja wahrscheinlich mit YouTube ungefähr so viel wie ich. Also er macht ja so, glaube ich, 8 Millionen Klicks, das sind so 8 bis 10.000 Euro. Das ist natürlich mega viel, aber er gibt einfach die Hälfte weg. So, deabonniert Tanzverbot, danke für den Euro. So, aber wir schauen jetzt mal weiter. Da gibt es gar keinen Grund für mich. Und da braucht er mich auch nicht voll labern mit irgendwelchen. Ja. Dankeschön, Melina, für die 2,65 €. Mein Handy ist kaputt. Fast 3 Euro. Bitteschön. Ja, yeah, vielen lieben Das Dank. ist Kauf in dir ein der neues Handy. Hinsicht ist das krass, in der Hinsicht ist das krass. Es geht doch einfach nur um die rein nach außen hin wirkende Ausstrahlung des Ganzen. Ich bin ein Zuschauer. Ich bin zwar YouTuber, aber. Ja, also da muss man halt auch wieder sagen, ist auch wieder gelogen. Warte. Auch das ist wieder absolut falsch. Ich habe ja auch schon mal im Stream gefragt, ihr könnt mir das auch gerne nochmal hinschreiben, ob ihr euch irgendwie da verarscht gefühlt habt oder so, nachdem ich gesagt habe, dass ich mir den A7 hole, weil ich vor 3 Monaten mal Anwaltskosten als Donation stehen hatte. Es haben mir wirklich keiner hat sich irgendwie bei mir beschwert oder so oder hat gesagt, das finde ich jetzt aber nicht so toll von dir. Die einzigen, die das halt gesagt haben, also die Reichweite hatten, waren zumindest erstmal Tanzverbot und Imp. Und es ist klar, dass denen natürlich auch viele Leute hinterherlaufen und die Meinung dann halt einfach ja mitnehmen, so quasi. Ja, also ich meine, ich habe ja niemanden damit abgezogen. Ich habe ja nie gesagt, dass ich das sonst nicht zahlen kann. Und ich meine, es ist natürlich klar, Tanzverbot ist natürlich richtig negativ gegen mich eingestellt. So, ich denke mal, das würde Tanzverbot auch selber zugeben, dass er mich nicht leiden kann. Und von daher resultiert natürlich
natürlich auch einfach, dass wenn sowas mal passiert, dass er natürlich grundsätzlich halt erstmal eine negative Stimmung gegen mich hat. So, er informiert sich nicht, er geht einfach davon aus, ja, das hat er irgendwann mal gesagt und zack, kommen dann da solche dämlichen Fronts. So, das hat nichts damit zu tun, dass das so rüberkommt, sondern dass du denkst einfach, dass es so rüberkommt. Aber das ist halt einfach gar nicht der Fall. So, es hat sich niemand bei mir beschwert, keiner. Es beschweren sich wieder nur die Leute, die damit sowieso nichts zu tun hatten, ja, und die da gar nicht mit drin hängen. Danke Snacks 23 für 229. Gönn dir, ist Zabex eigentlich gestorben? Er hat ja jetzt seinen neuen Kanal, der echt mega abgeht, ne? Shinigami, danke, Shini, Shinigami. Okay, danke für die 2 Euro. Ich feiere dich richtig hart. Erstmal zu Penny. Bruder, läuft bei dir, ey. Wobei Penny ist echt irgendwie so richtig Absturz. Genauso wie Aldi so. Also, dieses sieht richtig Hartz IV aus von innen, finde ich. Aber bei ihnen bin ich Zuschauer. Wenn ich sehe, dass er monatelang. Dass er monatelang Spenden sammelt für seine Anwälte und dann kommt sowas, dann wirkt es für mich als Zuschauer, als Außenstehender merkwürdig. Fertig. Da muss ich jetzt kein Video drüber machen. Das sehe ich gar nicht. Naja, da hast du ja auch kein Video drüber gemacht, sondern ich habe deine Lügen entlarvt. Das ist ja schon mal das Erste. Und ja, also wie gesagt, man dreht sich halt da irgendwie so im Kreis. Und ich kann es halt nur noch tausendmal sagen. Natürlich habe ich da halt hingeschrieben, Dankeschön, Sorline Gaukine, für nochmal 3 Euro. Na, ich meinte 60%. Und jetzt hast du 120 von meinem Geld. Wenn das falsch ist, erhänge ich mich. Nee, das ist richtig. Danke auf jeden Fall dafür. Und danke auch an Jojo für 3 Euro. 2018 Platz 10, 2019 Platz 6. Verstehe ich nicht. Was willst du mir damit sagen? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ja, was soll ich dazu sagen? Man dreht sich halt so ein bisschen im Kreis, ne? Ich kann halt einfach nur wieder sagen, dass da halt Anwaltskosten drinstehen. Habe ich ja trotzdem nicht gesagt, dass ich die jetzt unbedingt brauche oder dass ich die nicht zahlen kann. Ich persönlich fand es einfach nur immer besser, wenn da halt quasi etwas steht, wofür halt diese Spenden benutzt werden, so. Also Tubo zum Beispiel hat ja auch reingeschrieben, ja, neuer Tisch oder so. Und dann hat er sich ja wirklich auch einen neuen Tisch geholt. Und den Tisch hätte er sich wahrscheinlich auch gekauft, wenn es nicht durch die Spenden zusammengekommen wäre. Aber dadurch hat man da einfach Unterstützung und die Leute wissen halt, wo die Spenden hingehen. Finde ich persönlich immer noch besser, als wenn da halt sowas wie Loot für Tim Held steht. Aber wie gesagt, ich habe gerade einfach nichts, wo ich jetzt das Geld unbedingt rein investieren muss. Deswegen steht da halt einfach jetzt Loot für Tim Held und das wird dann halt immer größer so. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, ja, deswegen, da dreht man sich halt einfach jetzt immer mehr im Kreis so, ne? Es ist halt, ich persönlich finde es halt transparenter, wenn man weiß, wohin diese Spenden theoretisch gehen sollen. Ja, wie gesagt, man kann das ja sowieso nicht festsagen, weil mein YouTube-Money und die Spenden und MMOGA und Amazon, das kommt ja alles in einen Topf. Also woraus das jetzt bezahlt wird, kann man halt sowieso nicht sagen. Ja, aber trotzdem ist das für mich auch kein Betteln, wenn ich da sowas hinschreibe. Davon mal ganz abgesehen, ja. So, dann, danke Schweizer Jodel CH für 5 Schweizer Franken. Bin selbstständig, schaue deine Videos nebenher beim Arbeiten, ist nice und unterhält mich. Vielen lieben Dank, das hört man gerne. Ich mache WhatsApp-Web mal gerade aus. Und danke an DaFischl für 2 Euro. Grüße aus Österreich. Grüße gehen zurück. So, gucken wir weiter hier. Ich ein, ihn da in diesem Umfang die Aufmerksamkeit zu geben. Ich werde KuchenTV auf ewig dankbar sein. Ich kann mich erinnern. Er hat ein Video damals über mich gemacht und... Ja, das finde ich aber auch lustig, dass er halt sagt, ja, also ich werde KuchenTV nicht die Aufmerksamkeit geben. Ja, also ich meine ganz ehrlich, ich habe ja sogar... Ich habe ja sogar gesagt, dass wir das gerne auch privat klären können oder in einem Livestream bei ihm oder so. Also ich meine ganz ehrlich, Tanzverbot, jeder kennt uns von meiner und deiner Community. Ich glaube, es gibt keinen in der Tanz-Army, der nicht KuchenTV kennt. Und es gibt auch, glaube ich, keinen von euch, der Tanzverbot nicht kennt, ja. Und von daher würde da auch keiner irgendeine Reichweite bekommen, wenn man einfach streamt auf Twitch und danach ist es weg. Das laden vielleicht Leute hoch, okay, aber damit haben wir ja nichts zu tun, damit schenken wir ja dann niemanden Reichweite. Und da hast du ja auch Nein gesagt. Also niemand zwingt dich irgendwie ein Video zu erstellen oder sonst irgendwas. Ich meine, es würde doch reichen, wenn du jetzt im Stream sowieso von mir redest, gib einfach zu, dass du Scheiße gelabert hast, lösch die Streams als Zeichen, dass die Tweets als Zeichen, dass du es verstanden hast und das Thema ist gegessen so. Ja, das verstehe ich halt einfach nicht. Der ist ja noch dickköpfiger als ich. Ja, das muss man erstmal hinkriegen so. So eine Anfangszeit, wo ich es sehr schwierig hatte und dadurch habe ich wirklich 7, 8, 9, 10.000 Abonnenten bekommen. Und dafür werde ich ihn auch auf ewig dankbar sein, aber das ändert nichts daran, dass er für mich heute einfach komplett un... Mich würde mal interessieren, wieso man bei den einer von 8.000 bis 10.000 Euro Spenden sammeln muss, obwohl man über dem Durchschnittseinkommen liegt. Naja, das Ding ist für mich ist so, dieses ganze Spendenzeug gilt für mich halt eher sowas wie so, ja, wie soll man das sagen, sowas wie so Taschengeld oder so, wie so Trinkgeld. So ein Barbesitzer, selbst wenn das der Besitzer ist, gebe ich dem trotzdem Trinkgeld, obwohl der trotzdem halt richtig viel verdient.
einfach für das, was er quasi da macht. So, und ich meine, ich sitze hier, ich gebe euch Live-Unterhaltung, komplett kostenlos. Ihr habt vielleicht einmal Werbung am Anfang, aber das war's schon. Und wer halt möchte, kann mir dafür halt ein paar Euro spenden. So, da sehe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht den Nachteil dran, solange man das halt wirklich nicht irgendwie ausnutzt und sagt, ich brauche das Geld jetzt aber unbedingt. So, es ist jedem von euch freiwillig überlassen, mir Geld zu spenden oder das Ganze halt nicht zu tun. Und generell diese Donations anzuhaben, finde ich halt, wie gesagt, nicht schlimm. Solange man halt wirklich nicht in jedem Stream tausendfach erwähnt, dass man irgendwie wie spenden soll oder so. Das wäre dann auch zu übertrieben. Aber ich finde das absolut in Ordnung, so, das so zu machen. Ne? Natürlich muss man sagen, zumindest wenn man jetzt vom Einkommen her ausgeht, braucht man es natürlich so gesehen nicht. Aber niemand würde zu ein paar tausend Euro mehr im Monat Nein sagen. Ja, also keiner von euch. Das könnt ihr mir nicht sagen. Unsympathisch geworden ist, lustig, dass er den Titel gewählt hat, dass ich ein Hetzer bin, macht allerdings immer dasselbe. Immer, wenn er auf irgendwelche Videos reagiert, das ist ja nicht so, dass ich von mir aus irgendwie angefangen habe mit der Scheiße. Ich habe den ja völlig aus den Augen verloren. Ich habe mir manchmal seine Videos angeguckt, wenn das Thema gepasst hat, wenn es mich interessiert hat. Aber ansonsten habe ich mich mit ihm nicht weiter auseinandergesetzt. Und auf einmal sehe ich diese Stream-Ausschnitte, wie er komplett herablassend über mich redet. Ja, das ist auch schon wieder so halb einfach falsch dargestellt. Ich gebe natürlich zu, dass es auch Stream-Ausschnitte von mir gibt, wo wir auf Tanzverbot reagiert haben, wo man halt ganz klar sagen muss, wo ich halt auch gesagt habe, jo, ich kann mit ihm nichts anfangen und wie cringe und unlustig und so, klar, das habe ich gemacht. Auf der anderen Seite muss man mir aber auch zugute halten, dass es mindestens genauso viele Stream-Ausschnitte gibt, wo ich Tanzverbot verteidigt habe. Gerade wo das mit seiner Freundin war, ich glaube, das hat AustriaFuck 1 sogar hochgeladen, da habe ich ihn sogar fast eine Stunde in dem Stream verteidigt, habe gesagt, dass ich das schon nachvollziehen kann, wie er das gemacht hat. Wobei gerade das sogar ein Punkt war, wo ihn ja sehr, sehr viele für angegriffen haben. Halt die Sache mit der Freundin, dass er halt eine Freundin hatte, so. Und dann habe ich auch gesagt, ein, zwei Sachen waren halt nicht korrekt, aber so im Vollen und Ganzen kann ich das halt schon nachvollziehen, was er da gemacht hat. Und das wird halt einfach komplett ignoriert. Wir haben auch mal auf ein anderes Video reagiert, da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, welches das war. Da habe ich auch gesagt, ist eigentlich ganz lustig so, es unterhält halt schon, hat er irgendeinen Burger gegessen. So, und diese Ausschnitte werden quasi einfach ignoriert oder er hat sie zufällig halt nicht gesehen und sieht nur die, wo ich ihn schlecht rede. Dass ich ihn aber auch genauso oft quasi Props gebe für etwas, das erkennt er halt nicht. Das finde ich halt nicht so geil, um ehrlich zu sein. Dankeschön, Alex, der Busfahrer, für 2,69 €. Grüße aus Leipzig, mein Hase. Grüße gehen auf jeden Fall zurück. Und danke an Shinigami für nochmal 2 €. Soon und sind es endlich 670 €. Ja, das Problem ist, diese Superchat-Spenden gehen nicht in dieses Loot Fit im Hate mit rein. Das Problem ist, dass dieses Loot Fit im Hate, das wird halt mit Tipi-Stream gemacht. Und die Superchat ist ja ganz allein von Google so. Deswegen, das ist nicht miteinander verknüpft. Das kann ich auch leider nicht miteinander verknüpfen. Deswegen gehen die Superchat-Spenden da gar nicht mit rein. Also das ist nochmal getrennt. Also in diesem Loot Fit im Hate sind wirklich nur die Tippi-Stream-Spenden drin. Die Superchat-Spenden muss ich auch bei diesen monatlichen Einnahmen, da muss ich die auch immer nochmal so mit drauf rechnen. Da, das macht Tippi-Stream leider nicht. Und ich habe das nicht verstanden. Und damit hat das Ganze ja dann wieder so ein bisschen angefangen. Und wenn KuchenTV sich an Recht und Ordnung halten würde, dann wäre auch gar nichts passiert. Normalerweise dürfte er ja gar keinen Twitter-Account mehr besitzen, weil er schon 8-mal gesperrt wurde. Würde er sich an seine... Ihr Untermenschen, spendet diesem Giraffen Geld, obwohl er bis zu 10.000 € im Monat verdient. Wie behindert kann man sein? Was ist daran denn behindert? Was ist daran denn schlimm, wenn man mich gut findet und mich unterstützen möchte, mir Geld zu geben? Also ich meine, alleine schon mit Wörtern wie Untermenschen und Giraffe und wie behindert kann man sein, zeigst du ja schon, ja, dass du einfach, du gehörst ja zu den Drachenhatern offensichtlich. So, wenn dir der Stream nicht gefällt, so, dann geh doch einfach. Also was soll das denn? Meine Güte, sowas verstehe ich einfach nicht. So, die gehen in Streams rein, gucken sich das an und beschweren sich dann, wenn irgendwie Leute was spenden. So, also hast du mit deiner Zeit nichts Besseres zu tun? Junge, Junge. Da, Fischl, danke für nochmal 2 €. Tanzverbot ist der Game Master. Ja, es ist sogar vor 14 Minuten ein neues Game Master-Video auf Tim Held gekommen. Das könnt ihr euch dann auf jeden Fall mal angucken. Wir gucken erstmal hier weiter. Ja, das finde ich jetzt lustig übrigens, was Tanzverbot macht. Und zwar gibt er mir die Schuld dafür, dass er mich dumm gefrontet hat. Weil ich hätte ja gar nicht mehr auf Twitter sein dürfen. Eigentlich hätte ich den Tweet ja gar nicht absetzen können. Also, wie dämlich ist das denn bitte? Also darf ich jetzt, keine Ahnung, wenn jemand abgeschoben wird und er bleibt dann doch in diesem Land, dann darf ich ihn töten und darf dann vor Gericht sagen, ja ey, der hätte ja gar nicht mehr hier sein dürfen, so, ich hätte ihn ja gar nicht töten können. Also das ist so ein dämliches Argument, anstatt dass er jetzt irgendwie was einsieht, dreht er das Ganze um und sagt, ja du bist schuld dafür, dass du noch auf Twitter bist. Digga, du hast dich doch dazu entschieden, diesen Tweet zu machen, da kannst du doch nicht mir die Schuld dafür geben, dass du das zufällig gesehen hast. So, also what the fuck, ich verstehe diesen Typen einfach nicht. Ich wäre halten. Danke Strawman, ja, für den Euro, dankeschön. Und wenn ihr eine andere Meinung habt, wenn ihr die Auffassung habt, dass ich vielleicht nicht gut damit umgehe, dann ist es eure Meinung. Das akzeptiere ich. Aber ich habe da halt meine Meinung, dass es für mich als Zuschauer, als außenwirkender Zuschauer komisch ist. Und das ist doch wahr, oder? Wenn man sich damit nicht auseinandersetzt und dann sieht man auf einmal das und die letzte...
Ja, das ist, sagt Hans Zauberbrot auch schon wieder richtig, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt. Ja. Warum sollte man sich damit auseinandersetzen? Ja, also das ist so eine Sache, die ich auch nicht verstehe. So, er frontet mich halt auf Twitter, postet halt Sachen, die halt einfach falsch sind, so. Dankeschön, ein Tunichtgut für 3 Euro, Grüße gehen an dich raus. Was wollte ich jetzt, muss ich nochmal überlegen, genau mit diesem Auseinandersetzen. Muss halt einfach sagen, jo, du postet halt was, du hast gerade selber zugegeben, dass du dich nicht informiert hast. Der logische Schluss wäre doch, wenn du das jetzt siehst und du denkst, hey, das kommt mir aber komisch rüber, dass man sich erstmal darüber informiert, okay, wie ist denn der Sachverhalt eigentlich? Das machst du aber gar nicht. Du siehst das, jo, neuer A7, du denkst dir, oder die letzte Information, die du hattest, jo, der hat mir irgendwie Geld gespendet bekommen für Anwaltskosten, ja zack, dann front ich den jetzt einfach. Ob das irgendwie aktuell ist oder so, danke Dominik für die 7 Euro, vielen lieben Dank. So, das wird gar nicht hinterfragt, es wird sich halt gar nicht darüber informiert, ob das noch aktuell ist oder nicht. Also du hast gerade selber bewiesen, dass du einfach nur ein Hetzer bist. Ja, du guckst nicht, wie der Sachverhalt ist, sondern du siehst es einfach und denkst so, ja, ich fronte ihn jetzt einfach mal dämlich damit und lass ihn schlecht dastehen. Ja, weil der hat mal irgendwie irgendwas gesagt. Dankeschön, Shiny Gami für 10 Euro. So, gib den Tanzverbot mal eine Möhre. So, mehr gibt's heute nicht, mach weiter so und deine Stimme haut voll rein. Stimme haut voll rein von dir. Dankeschön, yeah. Tim, ehrlich, er hat doch recht, wieso sollte man dir spenden? Die meisten, die dir spenden, würden viel, viel Besseres mit dem Geld machen. Du gibst nur zu arrogant und vor allem stur. Hä? Du bist nur zu arrogant und vor allem stur, um das anzugeben. Danke, Goldieder Peter, für 3 Euro. Willst du Nuggets? Nein, danke, aber danke für die 3 Euro. Nee, Anna, das ist halt einfach falsch. Also ich meine, das, was er, also er kann ja, also man kann ja die Meinung haben, dass Leute, die jetzt erhöhte Reichweite haben, nicht mehr Spenden bekommen sollen. Das ist ja absolut in Ordnung. Das hat zufällig auch vor 5 Tagen in einem Podcast gesagt. Also ist klar, dass er heute im Stream ist. Aber man muss halt trotzdem sagen, dass es halt auch da wieder verschiedene Meinungen gibt. Ich will gar nicht sagen, dass ich jetzt der bin, der das Geld am meisten braucht. So, ja, also wie gesagt, ihr müsst mir nicht spenden, ich komme auch so über die Runden. Natürlich freue ich mich darüber, das ist ja gar keine Frage. So, Leute gucken das, fühlen sich unterhalten, spenden mir was, dann denke ich mir auch, oh cool. So, wenn das aber so wäre, dass ich selber der Meinung wäre, dass man Menschen wie mir nicht spenden müsste. Ich habe zum Beispiel auch schon Tanzverbot mal 100 Euro gespendet. Ich habe Excel schon 200 Euro gespendet. Also ich spende selber Leute an Geld, die es eigentlich gar nicht nötig haben. So, also das zeigt doch schon, dass ich dann eben doch der Meinung bin, dass das in Ordnung ist, dass solche Leute Spenden sammeln, weil ich denen selber Geld gebe. So, ich glaube, ich habe auch schon mal, Bladi habe ich auch schon mal so 10 oder 20 Euro gespendet. Also ich spende selber hin und wieder selten mal bei irgendwelchen größeren Leuten. Ich persönlich finde das halt nicht schlimm. Und das hat auch nichts mit Arroganz oder sowas zu tun. So, es ist halt einfach meine Meinung, dass es halt okay ist. Solange man, wie gesagt, nicht irgendwie bettelt oder so. Na, dann machen wir mal weiter hier. Yeah. Den letzten Sachverhalt, den man im Kopf hat, ist halt, dass er Probleme hatte mit den Anwälten und den Kosten, um die zu tragen. Dann kommt es doch komisch. Was spricht denn dagegen, ja, das, ja, dann kommt es komisch, Tanz. Ja, aber deswegen informiert man sich vorher. Und dann passiert sowas gar nicht. Ich möchte einfach nur, dass Leuten das bewusst wird. Und das KuchenTV am Anfang im Video hat er irgendwie, nee, warte mal, was war das? Auf jeden Fall hat er auch in seinen Tweets, hat er selbst auch gesagt, dass er nie dazu aufgerufen hat. Vielleicht hat er nie explizit dazu aufgerufen, dass man ihn spenden soll, aber er hat ihn doch ewig das Gefühl vermittelt, dass er sehr am Boden ist und diese finanzielle Unterstützung braucht. Habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht, wo Tanzverbot das her hat, so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo Tanzverbot das her hat. Ich habe nie gesagt, dass ich irgendwie komplett am Boden bin. Also ganz ehrlich, wenn ich zu der Zeit, so novembermäßig oder so, wirklich zu 32.000 Euro verknackt worden wäre, also dass ich die halt zahlen hätte müssen, dann hätte ich wahrscheinlich wirklich ein Video gemacht, wo ich irgendwie gesagt hätte, jo, ich bin halt wirklich am Boden, so, ne? Weil das wäre halt wirklich hart gewesen. Ich meine jetzt, irgendwie gerade in den letzten, danke Helmut für 3 Euro, du Negerjude. Nee, das ist nicht lustig, das ist einfach nur billiger Rassismus, aber trotzdem danke fürs Geld. Ist es halt schon so, ich bin in den letzten Monaten, außer was das Auto angeht, wirklich sparsam geworden irgendwie. Also ich gebe kaum Geld aus irgendwie, außer halt mal, wenn wir mal bowlen gehen oder so. Man geht mal essen, klar, ne, aber ich, keine Ahnung, ich könnte im Monat viel mehr machen quasi, ne. Da häufen sich natürlich dann irgendwann Rücklagen an, weil du das Geld halt einfach nicht mehr ausgibst, so.
Da hätte ich dann wahrscheinlich, oder auch, na sagen wir nicht mal im November, sondern vielleicht auch im Juni, habe ich ja dieses Video gemacht. Wenn das jetzt schon der entscheidende Beschluss gewesen wäre, hätte ich vielleicht auch gesagt, jo, ich brauche irgendwie Geld oder so, weil das hätte ich da echt nicht zahlen können. Jetzt stehe ich finanziell, wie gesagt, halt einfach besser da als vorher. Natürlich, die Streams haben da natürlich so ein bisschen Mitschuld dran, ne? Ich meine, ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen, da kriege ich ja Geld. Dann die YouTube-Streams und YouTube läuft generell eigentlich ganz gut, was die Klicks angeht. Und die bezahlen auch momentan sogar relativ gut. Wie gesagt, Tanzverbot geht halt auch einfach auf Dinge ein, die halt schon viel älter sind. Und da hätte man sich einfach mal ordentlich informiert, dann wüsste man, dass das halt gar nicht so ist. Also ich würde gerne mal wissen, was es für ihn heißt, wenn man am Boden ist. So, wenn ich jetzt ein Placement annehme und sage, jo Leute, vielleicht muss ich Geld zahlen, ich will schon mal Rücklagen anhäufen, dann liege ich ja offensichtlich nicht am Boden, sondern ich denke sogar in die Zukunft und denke mir so, okay, was würde denn passieren, wenn ich da schuldig gesprochen werde? So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das verstehe ich ehrlich gesagt einfach nicht. So, Helga Kraus kriegt jetzt erstmal ein Timeout, Digga. Wie kann man denn so heftig nerven? Junge, Junge. So, Dankeschön, Schweizer Jodel-CH für 2 Euro. Geht eigentlich was von dem Spendengeld an Google? Ja, ungefähr die Hälfte sogar, also relativ viel. Deswegen, also wenn ihr die Möglichkeit habt, auch gerne über Tipi-Stream spenden. Da habe ich dann prozentual mehr als beim Superchat. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mir über Superchat Geld gebt. Das kommt dann direkt ins YouTube-Money rein. Na, dann geht die Kurve immer so nach oben, ist auch ganz cool. Dankeschön, Slayandra, für 3 Euro. Kuchen e.V. spenden Leute an Geld. Da freut sich Geld sicher. Verstehe ich irgendwie nicht, aber danke für die 3 Euro. Wie wäre es mit einem Audi A7-Video? Ja, also das Ganze läuft so ab. Wir machen ja Game Master Videos und vielleicht hat der Game Master mir auch den A7 geholt und gar nicht ich selber so. Das muss man ja schon mal dazu sagen. Da weiß keiner, was geht ab, was ist passiert. Müssen wir auf den Tim Hell-Kanal halt drauf achten. Außerdem werde ich noch wahrscheinlich, ja, in 1-2 Monaten, müssen wir noch gucken, wann genau wir das machen, werde ich auf jeden Fall ein, hier, wie heißt es denn, ein Carporn auf jeden Fall davon drehen. Und ich denke mal, dass ich die Eikuchen-Videos von letzter Woche, also für nächste Woche, nicht für letzte Woche, von nächster Woche filme ich wahrscheinlich auch aus dem Auto raus. Ne? Also dann werde ich die Kamera einfach da hinlegen und dann werde ich einfach ein bisschen quatschen so über das Auto und allgemein über die Themen, die dann da halt abgeben. Ja, ich denke auf jeden Fall, das ist, dass das in Ordnung ist. Dann gucken wir weiter hier. Das ist doch keine Lüge, oder? Also dann, ich lüge doch nicht. Mehr möchte ich zu der Thematik tatsächlich auch nicht mehr äußern. Das ist einfach... Wie gesagt, ich habe auch... Ganz ehrlich, ihr dürft nicht... ihr dürft halt nicht vergessen, ich habe Tweets gemacht. Tweets auf Twitter. Und das hat ihn... Also, das muss man sich halt auch zergehen lassen. Das war, hat nicht mal eine wirklich große Reichweite gehabt, unser Fight, weil er halt einen Account hat, dem niemand folgt. Und wenn ich unter seine Tweets antworte, na gut, ich habe auch eigene gemacht. Aber das hat ja, Twitter hat ja keine große Reichweite, keine große Reichweite im Gegensatz zu YouTube. Und er fühlt sich... Naja, also da muss ich mir auch ein bisschen widersprechen. Ich meine, er hat 120.000 oder 127.000 Followers, glaube ich. Er hat 127.000 Follower und alleine sein erster Tweet hatte, wie gesagt, 1.200 Likes. Das haben bestimmt 60.000 Leute gesehen oder so. Also ich finde schon, dass das eine ziemlich große Reichweite ist. Außerdem muss ich auch zugeben, mir geht es halt auch einfach ums Prinzip so. Ich habe auf Twitter halt wirklich einen Account, dem folgt keiner. Ja, also den teile ich mir irgendwie da mit Marcel, bewerbe ich nicht wirklich richtig. Danke Flowjo für 3 Euro. Wo bleibt dein Video bezüglich Artikel 13? Das muss ich jetzt hier wieder an der Seite lesen. Ich meine, hey, man kann die Wirtschaft im Internet so gegen die Wand fahren. Und das liefert noch Munition an die EU-Skeptiker wie die Wahl 2019. Ich bin hier auf die Ergebnisse gespannt. Ja, hab mich da, weil das Thema interessiert mich irgendwie gerade nicht. Ich habe echt momentan eigene Probleme. Ja, man muss halt einfach sagen, auch Twitter hat eine riesen Reichweite so. Also zu sagen, ja, das ist ja kein, das sehen ja nicht so viele. Das ist halt einfach falsch. Es sehen halt sehr viele. Und viele nehmen die Meinung halt auch einfach an. Vielleicht auch, weil sie eben genau meine Tweets nicht sehen. Ja, also wenn so ein Tanzverbot-Tweet, der hat einfach im Durchschnitt so um die 1.000 Likes oder so. Und dann kann man davon ausgehen, dass das ja mal mindestens 10-mal mehr Leute sehen. Das sind schon mal mindestens 10.000 oder 20.000 meistens. So war es bei mir zumindest früher. Also ich finde schon, dass das halt eine relativ große Reichweite ist. Mir ging es ehrlich gesagt auch einfach ums Prinzip. So, mich fuckt es halt einfach ab, dass mich Leute oder gerade auch Tanzverbot für solche Sachen kritisieren, wo ich halt teilweise auch mit Rechnungen quasi, also ich berechne denen das ja quasi live, wo ich da wirklich sagen kann, jo Digga, guck mal hier, das ist falsch. Ja, du kennst ja gar nicht alles so. Und das fuckt mich halt einfach ab, dass Leute halt so negativ über einen reden. Die ganzen Leute nehmen diese Meinung an und am Ende steht man halt richtig negativ da. Ja, und
Deswegen finde ich es auch komplett in Ordnung, dass ich da ein Video zugemacht habe, wenn ich, wenn die ganzen privaten Anfragen, also ich habe ihn ja wirklich auch angeschrieben, ja, habe euch das ja auch im Video gezeigt, ich habe ihn gefragt, jo, lass privat reden. So, da geht er gar nicht drauf ein und ich habe ihn dreimal gefragt oder so. Und da geht er nicht drauf ein und dann beschwert er sich, wenn ich dann ein Video drüber mache. Oder will das jetzt so runterspielen? Danke, Lukas, für 3 €. Was muss ich machen, damit ich dir in den Mund koten darf? Boah, gute Frage. Ein paar Millionen. Ich denke, dann werden wir irgendwann im Bereich, wo ich das überlegen werde. So getriggert, dass er ein Video dazu machen muss, weil er auch sieht, dass ich bei diesem Punkt sehr viel Zustimmung bekommen habe. Dass die Leute das ja genauso sehen. Und was macht er? Anstatt einfach friedlich zu sagen, wie es ist, bezeichnet er mich als Hetzer und haut mein Gesicht auf irgendein AfD-Wahlplakat. Naja, also erstmal triggern ist halt sowieso, finde ich, ist auch ein Wort, das einfach viel zu oft benutzt wird, finde ich. Danke AfD, gut für 3 €. Kennst du Faktastisch? Die lügen und ihre ihren Fakten regelmäßig. Ja, dazu wird bald mal wieder ein Video kommen, denke ich. Ich finde es sowieso immer relativ, ja, doof zu sagen, ja, der und der ist einfach nur getriggert. Ich meine, dass ich meine Meinung in dem Video sage, ist ja erstmal nichts Verkehrtes. Und ich habe auch sehr viel Zustimmung bekommen, auch von größeren YouTubern, das habe ich ja auch schon mal gesagt. Ne? Also da haben mich auch sehr viele angeschrieben, meinen so, ey, richtig gutes Video. Also das Video hat ja nun mal auch einfach seine Daseinsberechtigung. Ich habe jetzt nicht einfach nur ein 10-Minuten-Video gemacht, wo ich gemeint habe, oh, ich habe Nervenzusammenbruch, Tanzverbot hat mich kritisiert, sondern ich habe ja wirklich Argumente rausgesucht. Und der Grund, warum ich das Video gemacht habe, ist ja, wie gesagt, auch einfach, weil Tanzverbot mich auch einfach, also wirklich auch schon ein bisschen triggert so. Er frontet halt einfach, lügt in seinen Fronts, weil er Halbwahrheiten raus hat und weil er selber in dem Ding sagt, er hat sich ja gar nicht darüber informiert, dann belege ich meine Meinung, ja, mit allen möglichen Screenshots und rechne ihn das aus und so weiter und er geht da gar nicht weiter drauf ein, so. Aber lässt mich halt weiter schlecht dastehen. Danke Snacks23 für 2,29 €. Ich gönn dir, Bruder, bitte mehr Outtake-Videos. Wieso denn mehr Outtake-Videos? Was habe ich denn gemacht? Weiß ich gar nicht. Also alleine das finde ich schon relativ schwach, muss ich sagen. Und deswegen, ich gucke gerade auf die Zeit, ich bin gerade mega verwundert, ich habe mega die Zeit vergessen, Leute. Ja, also nochmal zu Tanzverbot, ich finde halt einfach so dieses Sagen, dass der Gegenüber halt irgendwie getriggert ist, finde ich, ist halt einfach eine wirklich sehr schlechte Ausrede, muss ich sagen. Weil ich persönlich bin halt einfach der Meinung, man darf über alles, darf man so ein Video machen. Infinite Luxus, Dankeschön fürs Subscriben. Ich muss ja nicht triggert sein, nur weil ich Tanzverbot zeige, wo er falsch gelegen hat, so. Und natürlich, es triggert minimal, das muss man schon zugeben, wenn er jetzt solche Lügen verbreitet und die Leute laufen ihm einfach hinterher, weil er Tanzverbot ist, so. Ja, also wie gesagt, ich konnte das ja wirklich auch alles widerlegen. Nach meinem Video, was ich jetzt auf YouTube hochgeladen habe, haben mir auch sehr viele Leute zugestimmt. Ich habe natürlich auch jetzt die Tage weiterhin auf Twitter mit ihm zum Beispiel noch diskutiert und da ist es momentan halt auch wirklich so, richtig viele Leute, die mich überhaupt nicht leiden können, stimmen mir da immer mehr zu, weil Imp einfach immer dümmere Sachen postet, die wirklich immer weniger, Inhalt haben, sage ich mal, Hauptsache er kann mich halt irgendwie fronten. So, und das zeigt halt einfach schon, dass diese Leute halt wirklich relativ lächerlich sind, so, weil das... Ja, man kritisiert mich halt nicht mehr, um mich zu kritisieren, nicht weil ich wirklich irgendwas falsch gemacht habe. Und das ist halt einfach lächerlich. Und zu sagen, ja, der war halt einfach triggert so. Also ich meine, ich darf ja meine Meinung zu sowas in einem Video machen so. Hättest du dich einfach nur ganz normal gemeldet, hätten wir gerne quatschen können, dann wäre das Video nie entstanden. Also ich muss sagen, gut, dass es so gelaufen ist. Das Video ist echt gut angekommen, ne? Aber trotzdem. Wobei ich an dem Tag sogar Deabos gemacht habe, weil ich dann so richtig viele Tanzverbot-Fans deabonniert habe, weil ich nicht verstehe. Du bringst Argumente und die sagen sich, nee, Digga, du liegst falsch. Verstehe ich echt nicht, aber egal. Wer von uns beiden hatte schon mehr Kontakt mit der AfD? Der das damals befürwortet hat und dafür, glaube ich, auch mal Werbung gemacht hat? Oder war das die NPD? Ich habe da keine Ahnung von. Para Camper, danke fürs Subscriben. Der sich politisch nie geäußert hat und auch gar nicht interessiert ist an Politik. Also finde ich schon sehr... Ich glaube, der hat das AfD-Ding, glaube ich, hat ihn auch richtig getriggert irgendwie, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also kommt mir zumindest ziemlich so vor, muss ich sagen. Weil der hat das jetzt schon, der hat das am Anfang angesprochen, dann hat er das hier angesprochen und hier jetzt nochmal, also dreimal. So, also wie gesagt, ich will ihn ja gar nicht mit der AfD gleichstellen. Es ging halt einfach nur darum zu zeigen, jo, die AfD hetzt. Ja, und Tanzverbot hetzt auch. Und ich meine, ich finde es auch lustig, wie mir halt immer noch vorgehalten wird, dass ich glaube 2014 war das, also jetzt jahreszeitentechnisch vor 5 Jahren, dass ich mal gesagt habe, jo, wählt die AfD. So, das war vor 5 Jahren. Die kannst du mit der heutigen AfD vor allem auch überhaupt nicht mehr vergleichen. Ja, mag sein, dass sie auch damals schon nicht ganz koscher war, aber bei weitem nicht so schlimm wie heute. Ja, und natürlich bringt Tanzverbot das auch noch rein. Man kann ja jemanden kritisieren. Die Thematik, die... Ja gut, viel mehr passiert da halt leider nicht. Also wie gesagt, ich kann Tanzverbot immer noch nur anbieten. Also er hat selber gesagt in einem Video mit Excel, dass wir gerne mal darüber quatschen können oder dass wir uns mal hinsetzen und zusammen reden. Und jetzt biete ich ihm das an, sagt er dann plötzlich nein. Also es kommt mir wirklich einfach nur so vor, ich will nicht sagen, dass es Neid ist, sondern ich glaube, er gönnt es einfach nicht. Er gönnt es mir nicht. Nicht neidmäßig, sondern er gönnt es mir einfach nicht, dass ich mir irgendwas irgendwie da hole, weil er mich halt nicht leiden kann. Danke Patty Steeler fürs Subscriben. Vielen lieben Dank.
Ja, und das ist halt, ja, das ist halt sehr nervig, ne? Muss man einfach sagen. Gut, aber so viel zu Tanzverbot. Kommen wir jetzt mal hier. Entschuldigung an Kuchen TV von Sapma. Sagma Dick, Digga. Schauen wir mal rein. Der hat sich übrigens immer noch nicht rasiert. Ja, moin Leute, willkommen hier zurück auf meinem. Geht es mit dem KKB weiter? Ja, ich hatte keine Zeit, eine Analyse zu machen tatsächlich, weil ich, ja, ich bin seit 2 Wochen wirklich durchgehend am Machen und Tun. Ich habe wirklich so gut wie gar keine Freizeit. Und ich habe schon die ganze Zeit gemacht. Meine anderen Kanäle gehen halt nun mal alle vor. Das Ding ist, Mighty ist halt sowieso disqualifiziert, das heißt, da muss ich theoretisch auch gar keine Analyse zu machen, weil er halt raus ist. Und das Bonus-Battle, da haben die mir jetzt auch nicht gesagt, ob ich das analysieren soll oder nicht, da habe ich auch keine Zeit für gehabt, deswegen kam da halt auch nichts. Jetzt für das nächste Battle, was kommt am Sonntag, muss ich dann natürlich wieder eine Analyse machen. Ist ja klar, das ist dann halt wirklich auch wieder ein Battle, wo die Leute eingereicht haben. Kanal. Das hier ist jetzt so ein bisschen. Danke, ManoTV96 für 200 Bits, so vielen bisschen, Dank. Yeah. Ja. Eine Entschuldigung an KuchenTV. So wie man es eigentlich am Titel jetzt auch. Dankeschön, Tiki Spice für 100 Bits, vielen lieben Dank, hier. Sehen sollte, ja, es lief ein bisschen kacke so. Skeptino, naja, ich äußere mich ja schon hin und wieder noch politisch, so ist es ja nicht, aber heute halt einfach auch ein bisschen differenzierter. Muss ich schon sagen, also ich sag ja selber, dass dieses NPD-Video damals echt kacke war. So, ich find's aber einfach lächerlich, mir das 5 Jahre noch immer noch vorzuwerfen. So. Also ich meine, sorry, also irgendwann sind solche Dinge doch auch mal verjährt. Ja, also das ist schon gar nicht mehr mein heutiges Ich. Wenn ich jetzt 5 Jahre einfach mal zurückdenke, so bin ich heute teilweise gar nicht mehr. Nicht mal nur wegen dem Video oder wegen den Einstellungen, einfach an sich. So von meiner Art her hat man sich auch einfach weiterentwickelt. Ziehst du die Bossstrafe noch durch? Wir gehen schon hin und wieder noch trainieren, aber wir hauen die jetzt nicht so richtig durch. Wir sind erstmal dabei, nicht unsere Fortschritte zu verlieren. Ja, ich finde so, das erste Mal filmt er sich zu nah. Das zweite Mal findet er sich in Ordnung und jetzt ist nur sein Stirn gar nicht richtig mit drauf. Und ich würde mich auch gerne für die Sachen so ein bisschen rechtfertigen. Lief halt so ein bisschen scheiße, deswegen, ja. Ich wollte erstmal so ein bisschen auf die Kritik, die. Wieso wird mein Prime Sub nicht angezeigt? Das buggt anscheinend manchmal. Du kannst an dem Kanal oben, wo Abonnieren steht, da kannst du, glaube ich, draufklicken, dass es angezeigt werden soll. Nochmal. Unter meine Videos auch geschrieben wurde, so ein bisschen eingehen, denn mir wurde halt geschrieben, dass ich kritikunfähig sei und ja, ich würde halt gerne deswegen auf die Kritik, die gegen mich gerichtet wurde, eingehen. Hauptsächlich war halt die Kritik, dass ich mich nicht informiert hätte bei dem KuchenTV-Video. So. Also Dankeschön, KSS Media für 200 Bits. Was denkst du darüber, dass Drachenlord Pornos dreht? Stand gestern in der Bild. Ja gut, also ich kannte das ja vorher schon. Dankeschön, Chris. 9702 fürs Subscriben. Danke sehr. Dankeschön für den Sub. Ja, mit diesen Pornos, ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie so geteilt. Also ich persönlich muss halt sagen, er ist natürlich jetzt nicht gerade der Hübscheste, so, ne? Ich glaube, gerade weil es der Drachenlord ist, ist man doch einfach sehr voreingenommen. Also ich glaube, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt so eine Kelly Mrs. Vlog anfangen würde, Pornos zu drehen, ja, und sich vor der Cam einzurubbeln, ich glaube, da würde keiner sie kritisieren, so, weil es halt irgendwie wieder geil ist. Ich finde generell ist komisch, dass du dieses ganze Thema mit Sex und Porno und so. Es ist halt irgendwie so mega das Tabuthema, das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil es macht wahrscheinlich jeder von uns. Jeder von uns hat vielleicht Sex, jeder von uns guckt wahrscheinlich auch hin und wieder Pornos. Ich tatsächlich nicht, bin nicht so der Pornogucker, muss ich sagen, aber ja, andere vielleicht. Deswegen finde ich das an sich gar nicht mal so schlimm. Es ist halt irgendwie so durch die Vorgeschichte ist es so eklig. Ich meine, er hat ja auch irgendwie so ein Video gemacht, wo er, glaube ich, erklärt hat, warum sein Penis gar nicht so klein ist. Wo ich mir denke, was ist denn los mit dir, Junge? Danke, Tippy Spice für 200 Bits. Bonjour, Bitches. Yeah, Bruder. Woo! Über KuchenTV. Und ja, also das stimmt schon, dass ich mich dabei nicht informiert. Dankeschön, Herr Maggi, fürs Subscriben. Leute, schon 3 Monate, nice, da freue ich mich. Schon Erfahrungen mit offenen Beziehungen gemacht? Nee, tatsächlich gar nicht. Danke, Philipp Spangler, für 3 Euro. 3 Euro von mir, gönn dir, Bruder. Das Ding ist, eine offene Beziehung hat ja echt Vor- und Nachteile. Also auf der einen Seite, du kannst halt jede flanken. Das Ding ist, jeder kann halt deine Freundin flanken, so. Da müsste man schon Regeln machen, dass es fair ist. So. Man darf immer nur einen mehr haben als der Partner, so quasi. Also wenn Gina jetzt mit jemandem schläft, dann müsste ich erstmal mit einem Weib schlafen, damit sie wieder mit wem schlafen darf. So, wisst ihr, dass man das so gleich hält. Danke, Manu2_ für die 5 Euro. Do the Depp. Naja, komm, Digga. Für 5 Euro kann man das auf jeden Fall mal machen, würde ich sagen. Teil dann halt so ein bisschen, dass die, wo sich irgendwie diese ganzen YouTuber so gegenseitig bashen. Ich habe das so ein bisschen nebenbei halt mitgekriegt, dass da dieser ganze Beef abging, so ein bisschen zwischen
TV und Tanzverbot. Danke, und Nuggeteroni. Halt wir subscriben, danke sehr, Bruder. So, ihr müsst so ein bisschen meinen Standpunkt verstehen. Ich bin halt eigentlich normalerweise einfach nur so ein kleiner YouTuber und hauptsächlich gucken mich halt so meine Freunde und noch ein paar andere Leute so. Und das war eigentlich ein paar andere. Nicht wirklich gemeint, dass das irgendwie eine objektive Analyse oder sowas war von der ganzen Situation, sondern einfach nur. Halt Dankeschön, Jecke 0202, schon 3 Monate, ich wollte gerade sagen, ey, du hast aber schon länger gesubbt. Sogar der Resub, den hast du sogar mitgenommen, Alter, Ehremann. Und KSS Media abonniert mich auch mit Twitch Prime, hast du nicht gerade schon abonniert? Ah ne, hast du, glaube ich, donated oder so, ne? Kuchen, wie macht der Audi? Brumm, brumm, hoffentlich. Ja, was soll ich sagen, also das Ding ist halt mit diesem objektiven Ding, ich finde, wenn man Videos ins Internet stellt und das auf öffentlich, da muss man halt einfach davon ausgehen, dass das jeder sieht. So, das ist schon mal das Erste. Ich meine, das Ding ist, er hat mich ja auch wirklich auch privat, also angesprochen in dem Video, ich würde sagen privat, aber nicht privat, aber er hat mich halt schon angesprochen mit, jo, Kuchen, du machst das ja so und so. Warte. Ja, man ist auch immer geil, man klärt halt um 18.30 Uhr, was man um 20 Uhr macht, ja, man kennt ihn. Ja, wenn man halt so ein öffentliches Video postet, dann muss man halt schon davon ausgehen, dass das theoretisch auch Reichweite bekommen kann. Sich dann hinterher damit rauszureden, so, ja, das wollte ich gar nicht so, finde ich schon, ist ein bisschen schwach. Danke, Laura99W, dass du Tobias TV ein Abo geschenkt hast. Vielen lieben Dank dafür. Du bist, glaube ich, das erste Vibe, was jemand hier ein Abo schenkt, tatsächlich. Danke, der Predator, für den Resub sogar schon 2 Monate. Dankeschön, Skirt zurück, mein Freund. Deswegen finde ich diese Entschuldigung ein bisschen schwach. Wenn man halt Videos öffentlich postet, muss man davon ausgehen, dass das jeder mitkriegen kann. In dem Moment so und die war vielleicht ein wenig. Welchen Motor hat der A7? 50er TDI mit 282 PS. Ist halt, also man muss sagen, der A7, der kommt ein bisschen langsamer, geht dafür aber schneller ab, habe ich so das Gefühl bisher gehabt. Aber das ist auf jeden Fall schon echt ein ordentliches Auto. Das ist halt, weißt du, es ist wirklich mein Traumauto. Ich muss einfach mal kurz davon schwärmen, eine Minute. Ja, es hat wirklich jeden Schnickschnack, den man einfach braucht. Das ist wirklich so geil. Also ich kann halt mit dem Auto. Das hat halt, das hat alle, hier, wie heißt das, Assistenzsysteme. Ich kann halt wirklich mit dem Auto einstellen, Tempomat, Abstandhalter, Spurhalteassistent, also wirklich alles. Der bremst automatisch, der gibt automatisch Gas, der hält Abstand. Ich bin gestern Autobahn gefahren. Ich habe mich einfach hinter so ein Auto gehangen auf der rechten Spur, der irgendwie 80 gefahren ist. Ich musste nichts machen. So, ich musste alle 7 Sekunden mal ins Lenkrad greifen. Ich musste nicht bremsen, nicht Gas geben, gar nichts. Hat alles das Auto von selber gemacht. Digga, was ist das? Also, wie geil ist das, Mann? Also, das feiere ich des Todes. So, gerade für längere Fahrten ist das wirklich mega entspannt. Der fährt auch im Stau vollautomatisch bis 50 km/h. Ja, das heißt, wenn ich im Stau sitze, kann ich endlich YouTube-Videos gucken oder sonst irgendwas machen. Danke, KSS Media, fürs Subscriben mit Twitch. Hey, du hast doch aber gerade schon subscribed. Audi macht man nichts Falsches, irgendwie komisch. Ja, streamst du jetzt wieder aktiv? Naja, also ich will ja generell aktiver streamen. Also ich will ja sowieso jeden Tag streamen. Ich schaffe das halt einfach nur nicht, weil ich halt noch oft unterwegs bin und so. Wie aktiv begründet oder so. Und deswegen erstmal wollte ich so ein bisschen dazu sagen. Willst du tauschen gegen A3 2.0er TDI? Ach Bruder, heute ausnahmsweise mal nicht. So, dann jetzt natürlich nochmal zum zweiten Video, welches natürlich so ein bisschen, das ist das Video, wo ich mich natürlich am meisten entschuldigen möchte. Danke, Jan HSB, fürs Resubscriben. Vielen Dank. Das war halt entstanden, kurz nach dem Kuchen-TV, auf mich reagiert hatte, deswegen. Junge, was ist heute eigentlich los? Mich haben voll viele Leute jetzt irgendwie gesubbt. Normalerweise haben die so auf einmal, wenn ich halt streame, kommen so 10 auf einmal. Und jetzt so seit 13 Minuten immer wieder, macht weiter so. Ist genau perfekt, genauso möchte ich das haben. Wollte ich da. Weißt du noch, als ich gesagt habe, dass wir 1000 Subs schaffen, haben wir es geschafft? Nein, leider nicht. Das Höchste, was wir bisher hatten, waren so 755. Das war nach dem ersten Monat. Danke, DiamondLP2003 fürs Subscriben, vielen lieben Dank. Und jetzt haben wir 676 Punkte. Also ich habe 672 Abonnenten, aber ein Stufe 2 Sub und ein Stufe 3 Sub geben halt mehr Punkte, deswegen sind das halt 676. Bin ich aber ehrlich gesagt auch voll mit zufrieden, muss ich sagen. Ja, also klar, je mehr, desto besser, ne, keine Frage, aber 676 ist komplett in Ordnung, da kann man sich halt echt nicht drüber beschweren. Weil sagen so an Kuchen so, also der hatte das. Gibt es DaniLP noch? Ja. Gibt es tatsächlich noch, letztes Mal wieder so ein Video von ihr gesehen. Ich muss sogar sagen, zufälligerweise, also so, das hat Dani mir mal gesagt, wir waren im gleichen Kindergarten.
Das finde ich wirklich heftig so. Also sie hat irgendwie wohl so ein, ihre Oma oder so hat irgendwie so einen Zettel zu Hause, wo so die Namen der Kindergartenkinder drauf standen. Und die ist auch, glaube ich, irgendwo in Salzgitter oder in der Nähe dazu zum Kindergarten gegangen. Danke, Manutu, unterstrich für 5 Euro, Superstreams, also Videos, weiter so. PS, dachte nicht, dass du echt den Depp machst. Ja, Digga, natürlich, also ich dafür 5 Euro kriege, da will ich mir auch einen runterholen vor der Kamera. Fast, nicht ganz. Und, was denkst du, Gönz, ich tanze heute zum Geburtstag? Auf jeden Fall viel Geld. Ich glaube, da kriege ich viel Geld gespielt. Ich freue mich schon auf meinen Geburtstag. Ich muss unbedingt weiter aktiv streamen bis dahin. 19.04. spart schon mal Geld. Ne, da will ich mindestens 3.000 Euro bekommen. Das wäre natürlich episch. Und wir waren halt wirklich da irgendwie im gleichen Kindergarten. Finde ich halt heftig so. Da, also kann ich mich natürlich nicht dran erinnern, ob da jetzt eine Dani war oder so. Ne, Daniela so. Oder Daniela, keine Ahnung. Wie gesagt, keine Ahnung. Aber finde ich halt heftig, wenn das halt stimmt. So. Ich habe das, wie gesagt, nicht gesehen. Das hat die mir nur mal gesagt. Finde ich echt heftig so. Ne, muss ich sagen. Also krass. Ist ja sogar relativ gut auch im Stream auch gesagt, dass ich das wahrscheinlich jetzt hier genau nach dem Stream aufgenommen hatte. So. Und das stimmt halt auch. Und ich war halt schon so ein bisschen getriggert von dieser ganzen Situation, so mit dem halt, dass Kuchen auf mich reagiert hatte, weil... Wie viel verdienst du an einem Sub auf Twitch und wie viel auf YouTube? Auf YouTube kann ich ja gar nicht gesubbt werden, das habe ich nur auf Eikuchen an. Ich glaube, da kriegt man 2,50 Euro für oder so. Aber das hat, glaube ich, nur 2 Leute gemacht oder so, also das ist halt nicht so geil. Auf Twitch kriege ich davon 50% und bei einem Stufe 2 Sub kriege ich, glaube ich, 70% und Stufe 3, glaube ich, 80 oder irgendwie so ist das. Weiß ich nicht, muss ich mal nachgucken. Ich habe noch keinen Stufe 3 Sub gekriegt, deswegen. Also ja, die Hälfte quasi. Hast du Kontakt zu Eddie Awesome? Nein, tatsächlich gar nicht. Mit dem habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch mit irgendwem aus unserer Szene Kontakt hat. Vielleicht mit Zabex oder so. Ich glaube, auch mit Wohlstandsmann und so hat er nichts mehr. Nächstes Auto in RS6. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich tatsächlich auch schon so gefragt. Nehmen wir jetzt mal an, YouTube läuft 3 Jahre so weiter wie jetzt. Was für ein Auto würde ich mir dann holen? Weil dann wäre ja, mein jetziges Auto wäre dann halt wieder bei Audi. Tatsächlich muss ich aber zugeben, dass ich mit dem A7 bisher wirklich komplett zufrieden bin. Außer beim Einparken, ich kann ihn noch nicht so ganz einschätzen. Ne? Man muss sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Auch mit den ganzen, also ich habe jetzt 30 Kameras, so, das muss man auch erstmal klarkommen. Danke Brummhund fürs Subscriben, vielen Dank. Kannst du mal mehr auf Fun-Sachen reagieren? Der Stream wirkt zu ernst. Können wir auch gerne mal machen, gar kein Ding. Musst du mir nur vorschlagen, was... danke Waze100 fürs Subscriben, vielen lieben Dank. Ich bin mit dem A7 wirklich mega zufrieden so und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so das Bedürfnis, mich nochmal krass zu steigern. Klar, müssen wir nicht drüber reden, wenn ich jetzt Millionär wäre, ich würde mir sofort so ein R8 oder so holen, gar keine Frage. Aber so jetzt für meinen, mein Empfinden ist der A7 für mich einfach perfekt. Also ich kann mir vorstellen, in 3 Jahren, wenn alles so weiterläuft, hole ich mir einfach einen neuen A7 wieder. Ja, oder vielleicht dann A8 oder so, wenn es jetzt richtig krass läuft. Deswegen denke ich mal, würde ich wahrscheinlich bei einem A7 bleiben. Lieber Geld für Notfälle zurücklegen. Wie gesagt, es ist ja so teuer wie mein altes Auto. Was war dein erstes Auto? Audi A3 tatsächlich, Baujahr 2010. Ist sogar ziemlich guter Anfang eigentlich, das können auf jeden Fall nicht viele. Dafür aber auch erst mit 20, das muss man sagen. Das war relativ spät, denke ich mal, für den Durchschnitt. So, die meisten kriegen ja, oder holen sich mit 18 dann so ein Auto für 400 Euro. Aber das Geld hatte ich tatsächlich irgendwie nie. Weil Dankeschön, Chiro Max. Ihr müsst euch so ein bisschen mal so ein bisschen in meine Situation so hineinversetzen. So. Wie gesagt, ich bin halt ein kleiner YouTuber, hauptsächlich gucken mich meine Freunde an. Escape F1. Dann reagiert halt, halt ein großer YouTuber auf euch so mit halt 700, fast 780.000 Abonnenten so und dann ist das halt schon ziemlich krass so. Und vor allem bei KuchenTV, der halt eigentlich ziemlich gut so im Argumentieren ist halt. Und dann ging halt so ein Video, wo man halt eigentlich nur so ein bisschen seine Meinung gesagt hat. So. Die halt vielleicht ein bisschen unbegründet ist so, aber es ist halt so ein bisschen so, dass ich verstehe schon, dass das Video relativ unbegründet war und deswegen kann man das halt leicht auseinandernehmen. Es war halt einfach nur meine Es war halt einfach nur meine eigene subjektive Meinung zu diesem ganzen Thema. Ja, ich mach's echt mal schneller, der redet irgendwie echt langsam. Sowas kann man halt leicht auseinandernehmen und dann kamen halt seine ganzen Fans, haben dann noch massenhaft Dislikes halt auf mein Video gemacht und das ist halt so ein bisschen blöd, so weil wenn, es ist einfach, man wird schon so ein bisschen getriggert, wenn halt, man wird halt ziemlich hart auseinandergenommen so, dann kommen halt noch ein Haufen Leute auf dein Video. Aber danke, dass er zugegeben hat, auseinandergenommen. Video, die alle disliken und halt irgendwelches Zeug in die Kommentare schreiben und so weiter und dann... ist das halt... Bei all den Assistenzsystemen kann es nicht selber einparken. Nee, das hat irgendwie so... Also durch diese Assistenzsysteme, dieses Parkassistenzsystem mit diesen Kameras,
das ist irgendwie nicht, kommt, also das ist nicht zusammen buchbar mit automatisch einparken. Aber ganz ehrlich, also das braucht man auch nicht. Also das ist wirklich so das i-Tüpfelchen höchstens noch, dass man dann sagt, jo, also jetzt muss das Auto noch alleine einparken. Also wie gesagt, du hast 100 Kameras, ja. Also ich habe Felgenkameras, ich habe eine Sicht von oben, von den Seiten, ja, man hat einfach alles so, das reicht. Ne, hinten, vorne, also da kann eigentlich, rein theoretisch kann man damit gar nicht beim Einparken irgendeinen Fehler machen. Wobei ich mich damit zurückhalten soll, weil irgendwie, naja. So ein bisschen in dem Moment ziemlich viel Zeug auf einmal, deswegen kam dann halt dieses Video danach, wo ich halt einfach versucht habe, so ein bisschen, ich weiß nicht, einfach so ein bisschen die ganze Situation zu kontern oder so. Und ja, ich, falls KuchenTV das will, werde ich das Video auch runternehmen. Das kannst du dann selber aussuchen, ob ich das runternehmen soll oder nicht. So, und dann alle neuen Zuschauer, die von KuchenTV kommen, so. Ja, also erstmal auf jeden Fall korrekt, dass er sich entschuldigt hat. Muss man ja auf jeden Fall hoch anrechnen. Das ist in der heutigen Zeit nicht normal, sage ich mal. Dass man das halt macht. Viele sagen einfach, ja, fick dich einfach oder antworten gar nicht mehr. Ja, das Video kann natürlich online bleiben. Also er hat jetzt auch nichts Krasses drin gehabt, wo man jetzt sagen kann, nee, also das muss jetzt unbedingt gelöscht werden. Man muss natürlich dazu sagen, er selber lässt sich natürlich einfach in einem schlechten Licht dastehen. Also ich sag mal, du musst es nicht löschen wegen mir. Aber überleg einfach mal, ob das Video Inhalt ist, den du halt auf deinem Kanal halt behalten möchtest. So. Wenn das jetzt natürlich viel mehr Klicks hat als andere Videos, es gibt ja auch Leute, die sagen, oh Junge, ne geil, 1000 Klicks statt 100 oder so, dann lass es halt online. Also wie gesagt, mich stört es nicht, musst du mit deinem, ja nicht Gewissen vereinbaren, aber einfach, ob du möchtest, wenn jetzt solche Leute auf deinen Kanal kommen, dass sie halt so eine Meinung von dir haben oder sehen. Na, wie gesagt, also ich fand das Video persönlich kacke. So, Ich will gerne versuchen, in Zukunft auch mehr auf die Kritik einzugehen und meine Videos zu verbessern. Ja, das war so ein bisschen. Es war ein bisschen schlecht jetzt, so ein bisschen die Situation, wo wir uns getroffen haben. Sagen Digga, jetzt soll jetzt sich bitte mal rasieren. Deswegen, ja, ich werde versuchen, in Zukunft mehr auf die Kritik. Wie alt wirst du am 19.04.? Leider schon 24. Ich fühle mich ehrlich gesagt gar nicht so. Ich fühle mich echt so wie 18. Einzugehen und meine Videos zu verbessern. Und ich kann gut verstehen, wenn ihr jetzt einfach gleich wieder weggeht. Wir wieder weg, aber, Bayern alle. Hau rein, Bruder. Falls ihr daran interessiert seid, mehr Videos von mir zu sehen. Gut, dann machen wir hier noch das. Wir gucken, ob wir Beef haben und dann gucken wir, was lustig ist. Willkommen wieder auf meinem zweiten Kanal, den Alpha Kevin Uncut Kanal. Heute möchte ich einfach eine kleine Sache klarstellen. Und zwar wurde jetzt einige Male geschrieben, ja, habt ihr Beef miteinander, KuchenTV und Alpha Kevin? Und ja, dazu möchte ich jetzt einfach was sagen. Denn ich habe ja auf die Kritik von KuchenTV geantwortet, die er im Stream von sich geäußert hat. Er selber hat dann nochmal auf meine Antwort zu der Kritik reagiert. Ja, nice. Christian, danke nochmal für die 3 Euro. Ey. Dann kam noch das Video raus, wo er ein Gameplay im Hintergrund benutzt und so weiter und so fort. Und jetzt möchte ich einfach nur noch ein paar Worte dazu. Aber er hat mich noch abonniert. Absoluter Ehrenmann auf jeden Fall sagen, an dieser Seite. Weshalb ich das Ganze auch. Ich hätte dich 22 geschätzt. Junge, also jeder schätzt mich irgendwie gefühlt 18 oder 16 oder so. Immer wenn ich irgendwo irgendwas kaufe, wo man Ausweis zeigen muss, Alter, jedes Mal muss ich auch den Ausweis zeigen. Das ist absolut dämlich, finde ich. Also, keine Ahnung, ich sehe jetzt nicht aus wie 17, würde ich sagen. Nicht so dramatisch sehe. Und zwar. Hast du mal vor, Kinder zu kriegen? Na klar. So los, dass ich eine Antwort auf KuchenTVs Kritik gemacht habe. Er hat ja gesagt, dass meine Videos mit diesem Gameplay aussehen wie hingeschissen, dass dieses Gameplay 100-mal wiederholt wurde gefühlt und somit das auch gar keinen Spaß macht. Die Kritik habe ich auch so hingenommen. Ich habe so gesagt, ja, man kann das so sehen. Auch die Arbeit, die da drin steckt, ist nicht ganz so groß. Allerdings habe ich ihnen das nie verübelt oder so. Was ich allerdings ein bisschen komisch fand, bin ich wirklich ganz ehrlich, zu der Zeit war, er hat gesagt, diese Videos sehen aus wie hingeschissen mit dem Gameplay im Hintergrund. Jetzt können sich ja einige denken, was ich jetzt zeigen werde. Er hat zu Tanzverboten. Dankeschön, Stauffacher für 5 Euro. Lehrlingslohn genutzt. Dankeschön, und hat Bruder. Tatsächlich, das war 1 bis 2 Wochen nach dieser Reaktion zu mir, hat er ein Gameplay als Hintergrund eingefügt. Fand ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Aber er hat noch gesagt, ja, er hatte nicht so viel Zeit. Also, yo, Leute, wegen dem Schnitt, das Video musste heute kommen. Und ich hätte das mit dem normalen Schnittstil nicht geschafft. So, sehe ich ein. Ich fand es so ein bisschen komisch. Das ist sogar eigentlich voll der Diss gegen diese Leute, die das machen, weil ich ja selber sage, jo, also für meine normalen Videos hätte ich jetzt mehr Zeit investiert, aber ich musste das halt so machen. Ja, also das ist eigentlich voll der Diss, weil ich damit halt sage, so, jo, also der Schnitt, der geht ja schnell, deswegen mache ich das jetzt einfach mal so. Dann auch eine Woche davor darauf so reagiert hat und gesagt hat, das sieht scheiße aus. Ich persönlich kritisiere ihn dafür gar nicht, weil ich fand das Video auch echt gut. Ich fand das argumentativ richtig. Ja, ich fand das echt gut, aber nicht geliked, so, weißt du, Ehrenmann. Muss ich sagen, auch gestalterisch fand ich das völlig in Ordnung. Ich muss nur sagen, diese gaussische Unschärfe, die er da draufgepackt hat, so über das ganze Video hinweg, fand ich ein bisschen für meine Augen ein bisschen, ja, krebsähnlich. Allerdings fand ich das insgesamt ein sehr gutes Werk.
So, was ist aber jetzt meine Meinung zu dem ganzen Thema? Ich muss sagen, ich finde das Video von KuhnTV gut. Ich finde die Kritik, die er geäußert hat, teilweise berechtigt, teilweise allerdings auch nicht berechtigt, auch gerade was jetzt dieses Gameplay mit angeht. Letztendlich muss ich aber sagen, es gab nie einen Streit. Es gab kein Beef oder sonst was. Ich habe ja bloß eine Antwort auf die Kritik von KuhnTV gemacht, sagen wir es mal so. Und da war nie was. Auch auf Twitter habe ich dann mal einen Tweet zum Beispiel abgelassen, der einfach so ein bisschen ironisch oder sarkastisch dargestellt wurde. Und letztendlich ist da auch nichts. Also für die Leute, die jetzt denken, yo, Alpha Kevin hat Streit mit KuhnTV, weil er geantwortet hat auf diese Kritik und dann kam noch eine Antwort von KuhnTV oder eine Reaktion von KuhnTV. Leute, da ist absolut nichts. Also wir haben keinen Streit. Wir verstehen uns auch so. Das ist doch die gausche Unschärfe. Ich weiß nicht, was daran so lustig sein soll. Normal. Ich sag mal so, wir schreiben halt nie miteinander. Ich habe auch die Nummer von KuhnTV zum Beispiel nicht. Und da ist auch gar nichts. Also da gibt es kein Streitpotenzial. Es gibt kein gar nichts. Das sollte ich, oder beziehungsweise wollte ich jetzt nur noch mal klarstellen. Für die ja Leute, gut, die okay, er sagt einfach nur das. Ja, also wie gesagt, von meiner Seite gibt es halt auch keinen Streit. Also ja, mit dem Schnitt, das Ding ist, ich muss halt ehrlich gesagt auch zugeben, ich bin halt relativ unzufrieden, was meine Kuchen-Talks so angeht, weil ich selber langweilig finde, nur noch Bilder und sowas dahin zu machen. Ich weiß nicht, aber ich finde Gameplay auch nicht wirklich optimal so. Also das ist halt, weiß ich nicht, viele haben auch gesagt, dass sie halt abgelenkt waren von dem Gameplay. Das ist auch wieder kacke. So, deswegen, aber wir haben da auf jeden Fall keinen Streit oder so. Ne? Also das ist halt, er macht sein Ding, ich denke, ich mache meinen Sinn, mein Ding, er liked meine Videos nicht und fertig. So, Lisa und Cookies, als ob das echt die Dings sind. Junge, die sehen einfach schon so richtig Hartz IV aus, Mann. Die könnten genauso bei Hilfen mir eine Hauptrolle mitspielen, ohne Witz. Und natürlich 30.000 Dings-Videos, aber die machen damit gar keine Klicks, noch weniger als ich mit Tim Held. Heute kommentiere ich eure Kommentare und eure Fragen. Ach so, das ist gar nicht ein Game Master-Video. Das ist kein Game Master-Video? Heute kommentiere ich eure Kommentare und eure Fragen. Digga, wie redet die denn? Das kann man sich ja gar nicht anhören. Junge, was heute ist denn heute kommentiere ich eure Kommentare und eure Fragen. Zum neuen Video von uns. Alter. Heute habe ich mal was ganz anderes vor. Ich kommentiere eure Kommentare. Ich habe dazu im letzten Video aufgerufen. Das sind mir Kommentare und Fragen. Digga, die sieht so Hartz IV aus, Mann. Ohne Witz. Ah, die haben so ein richtiges Studio. Ich schneide mit Final Cut Pro X. Und das macht nämlich immer sehr viel Spaß beim Schneiden. Und die anderen Cookies, die schneiden nicht mit, weil die fressen sich mit Keksen voll. Oh Gott. Gott, ist das cringe, Mann. Wie soll ich das Video machen? Mach mal da so ein bisschen was dran. Ja, Bruder, erstmal ein 3.000 Euro MacBook haben, man kennt ihn, Bruder. Wahrscheinlich von Rebecca Wing bezahlt. Ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber ich bin ja noch und sozusagen noch jugendlich. Also kann ich gerne beantworten. Ich bin 16 Jahre alt. Aber ich bin nicht so eine 16-Jährige, die immer feiern geht. Ich bin halt so wie eine 13-Jährige. Also ich gehe nicht feiern. Anderes. Ah ja, Digga, ich bin nicht wie eine 16-Jährige, ich bin wie eine 13-Jährige, weil ich gehe nicht feiern. Ah, Bruder, perfekt. So läuft das mit dem Alter eigentlich. Also, ja, Digga, mich auch 13. Geil. Ich gehe auch sehr, sehr selten. Ich bin 16 Jahre und möchte gerne Alkohol haben. Aber schnell, natürlich kann ich Ihnen gerne einen Alkohol anbieten. Hier, bitte, Hamza, lassen Sie es Ihnen gut schmecken. Bitte sehr. Junge, das ist ja so unfassbar cringe, Mann, ohne Witz. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum Dino 1000 Abos hat, Alter. Junge, das ist ja wirklich sowas von schlecht. Stimmt es, was Unge gesagt hat mit MMOGA? Also es gibt wohl Echtbots, die da irgendwelche Spam-Nachrichten oder sowas machen. Um ehrlich zu sein, juckt mich das aber gar nicht. Muss ich ehrlich gesagt zugeben, so. Ist mir halt ziemlich egal, die zahlen dafür ganz gut. Die nächste Frage ist, was spielst du gerne? Das ist eine sehr tolle Frage. Ich spiele gerne Super Mario und Nintendo im Allgemeinen. Also ich spiele gerne Nintendo-Spiele. Digga, die Stimme ist so verdammt anstrengend, Mann. Ich glaube, ich spiele Super Mario. Die haben sich den Fernseher gar nicht gekauft und das ist wirklich ein Fernseher, richtig. Für was würdest du dich entscheiden? Also, sehr klar, aber nee, wisst ihr nicht. Oder YouTube. Für was entscheide ich mich? Naja, so wie du. So, guck mal, die sieht kacke aus und ist unlustig. Das heißt, sie hat weder auf YouTube noch auf Instagram eine Chance. Instagram, das ist halt echt YouTube eine Frage. Oder Facebook. Sehr. Boah, da würde ich Facebook nehmen. Das ist genau, glaube ich, der Humor, aber der ich Facebook glaub, ich nehme YouTube. Warum habt ihr diesen YouTube-Namen ausgesucht? Das ist eine ganz lustige und tolle Frage. Das ist eine lustige Frage. LOL! Weggeroffelt! Wie lustig ist die Frage denn? Comedy Gold, Digga! Oh Junge, was soll dieser Effekt in jedem zweiten Witz? Was ist das denn? Aber dann gab es eine tolle Erhoffnung in unserem Leben. Wie sollen wir unseren YouTube-Kanal nehmen? Ich suche mal im Internet nach einem Namensgenerator.
Alessandro Cookies kommt daraus. Das ist ein perfekter Name für unseren YouTube-Kanal. Wie komme ich auf meine Ideen? Also die Frage lautet, wie kommt ihr auf Video-Ideen? So lautet die Frage. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden, nachdem ich das erste Mal gesagt habe. Okay. Ja, doch, macht Sinn. Okay. Ganz einfach. Das zeige ich euch jetzt. Der Schnitt ist echt gut. Ja, der Schnitt ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich weiß nicht, sie übertreibt es halt irgendwie. So, wenn die Fragen da so gekräuselt reinkommen, das nervt halt mega. Genauso wie ihr komischer Effekt, dass der Mund manchmal größer wird. So, ja. Ich schreibe einfach auf einem Blatt Papier Idee drauf, lege die Idee in den Scanner ran. Oh Gott, ist das cringe. Es wäre so lustig, wenn sie es jetzt falsch rum reingetan hätte, Mann. Und schon wie die Idee ausgedruckt. Oh Mann. Alter. Das finde ich sehr cool, dass du mich das fragst, also die Frage lautet, kannst du eventuell ein paar Tipps zu YouTube geben, was man beachten sollte und so weiter, dann will ich eventuell auch mal anfangen. Das ist ja so unfassbar cringe, erstmal disliken und direkt wieder weg.